Hallo, willkommen zu einem neuen Video vom Fantasus Studio, das erste im neuen Jahr. Und ich möchte gleich mal mit etwas Besonderem anfangen. Und zwar, Videospielfreunde, aufgepasst: Gears of War. Das sind die Figuren vom Gears of War Brettspiel. Und weil wir das gerade sowieso doppelt da haben, mal kurz hier als Vergleich: einmal die unbemalte Version, wie sie aus der Box kommt, und dann die von uns bemalte Variante. Ihr könnt sehen, da ist ein ganz deutlicher Unterschied zu erkennen, und wenn man sich das mal auf dem Spieltisch anguckt, will man eigentlich meiner Ansicht nach gar nicht mehr mit, ja, unbemalten Figuren spielen. Es ist schön, es ist mal ein Brettspielprojekt, deswegen hat es jetzt auch mal hier sehr viel Spaß gemacht. Hier die unbemalte Version und dann mal als Vergleich eine bemalte Variante. Wie immer könnt ihr das dann in den Videos besser sehen. Wir haben uns hier ziemlich genau an die, ja, an das Farbschema, an das Originalfarbschema gehalten und auch an die Original, ja, das Originalaussehen der Charaktere. Hier, na, wie heißt die Waffe? Ich glaube, der Lancer. Hier haben wir dem Lancer mal so ein paar Bluteffekte vorne an die Kettensäge verpasst. Und ja, hat einfach einen sehr schönen Look. Also der Look des Videospiels lässt sich wunderbar auf die Figuren übertragen. Und um das Ganze auch mal zu zeigen, was wir hier auch gemacht haben, das lege ich gerade mal. Das sind hier noch die Spielbretter. Die sind noch eingepackt. Aber ja, was wir hier auch gemacht haben, ist, wir haben die Farben der Basen, so mit dem Streu und der Beflockung, haben wir so den Brettspiel Farbschema auch angepasst, dass die Figuren sich zum einen abgrenzen, zum anderen aber auch gut zum Spielbrett selbst passen. Aufgelockert haben wir das dann hier mit ein bisschen, ja, Gras und Grün, damit das etwas lockerer wirkt und ja nicht so komplett einheitlich. Die Bemalqualität, die ihr hier seht, das ist die Skirmish-Bemalqualität. Also man kann da auch noch ein bisschen was drauflegen bei Bedarf. Im Anschluss seht ihr ja die Bilder und ja, könnt euch dann ja mal im Einzelnen hier die Cocks ansehen, wie die geworden sind. Bis dann!